Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute machen wir das neueste Dokkan-Event vom Full Power Goku. Schauen uns gleich alle Informationen und Details an, hoppen dann rüber in die Stage. Bevor wir das machen, Freunde, kam heute für die japanische Version von Dokkan Battle JP die neuen Dragon Ball Heroes Charaktere. Ich werde einen Link in die Beschreibung setzen, da bekommt ihr alle Übersetzungen zu den Dragon Ball Heroes Charakteren, aber auch viel wichtiger zu den neuesten JP-Missionen, also schaut am besten da in die Beschreibung. Die Dragon Ball Heroes Charaktere sind vorerst immer noch JP-exclusive, aber wie gesagt, wenn das Spiel für die Switch lokalisiert wird, lizenziert wird für im Westen, dann besteht auch eine gute Chance, dass das mal früher oder später auf Global kommt, das Ganze. Global Dokkan. Wir haben neue Part-Zeit-Missionen, Freunde, wir haben es gestern angesehen, sind nun online. Folgende Mission haben wir für die Basic-Mission. Ihr müsst euch Trade Points holen. Trade Points bekommt ihr, wenn ihr im Barbershop zum Beispiel einen Charakter verkauft. Dann müsst ihr mit diesen Trade Points etwas kaufen, bekommt ihr folgende Sachen. Ihr müsst ein Support-Item, nicht nur ein, sondern ihr müsst 3 Support-Items nutzen, bekommt ihr den Herkules-Shuttle Gold 2 Stück. Wenn ihr 7 Support-Items nutzt, bekommt ihr 5 Dragon Stones. Und dann, wenn ihr alle Basic-Missionen schafft, Freunde, das sind nicht die Missionen, sondern alle aus Part 1 Basic Missionen und aus Part 2, die hinzukamen, dann bekommt ihr nochmal 7 Dragonstones, Freunde. Das gilt auch für die Intermediate und Advanced Missionen, die da reingekommen sind. Und hier haben wir die folgende Mission. Ihr müsst eine Stage unter speziellen Bedingungen clearen. 5-mal bis zu 10-mal. Ihr müsst bis zu 10-mal eine Stage schaffen, ohne ein Support-Item zu benutzen. Bekommt ihr Sleeping Kai 5 Dragonstones. Dann müsst ihr eine Stage schaffen, ohne, also nicht nur eine, sondern bis zu 10-mal wieder auch eine Stage schaffen, ohne ein Continue zu benutzen, bekommt ihr auch dasselbe, bis zu 5 Dragon Stones, 1 Sleeping Kai. Und wenn ihr dann alle Intermediate-Missionen geschafft habt, Part 1 und Part 2, bekommt ihr nochmal 7 Dragon Stones. Advanced-Mission an der Stelle müsst ihr dann ein Extreme Z Level auf Level, oder Extreme Z Battle auf Level 5 schaffen, auf Level 10, auf Level 15, bekommt ihr 10 Stones. Eine Dia-Statue ist das, glaube ich. Und dann, wenn ihr alle Missionen geschafft habt, komplett alle Advanced-Missionen, Part 1, Part 2, bekommt ihr 7 Dragon Stones. Wenn ihr dann alle Missionen komplett geschafft habt, Part 1, Part 2, bekommt ihr von jedem Typus folgende Anzahl an Orbs an der Stelle. Deswegen macht wie immer die Missionen. Wenn wir uns ganz kurz das neue Story-Event ansehen dürfen, damit ihr auch wisst, was es hier zu holen gibt. Es gibt leider keine Kategorie, die eine erhöhte Drop-Rate hat, aber wir haben hier 7 Stages. Für jede Stage, für die Schwierigkeit, bekommt ihr je ein Stone. 14 Stones sind right off the back hier an der Stelle. Auf Stage 2, was wichtig ist, droppt ein Free-to-Play-Freezy und ein Free-to-Play-Cell. Die Stage 2 ist folgendermaßen aufgeteilt. Ihr könnt einen linken Pfad wählen, da kämpft ihr gegen Freezer, da droppt auch dieser Free-to-Play-Freezer und seine Medaillen für den Summoner-Freezer. Und auf dem rechten Pfad kommt dann der Free-to-Play Cell, den es da gibt, Free-to-Play Cell GT, da droppen auch die Medaillen für den Summonable Cell GT. Es sind auch farmbare SAs für die Summonable-Versionen, aber die zwei sind auch sehr solide. Es sind nämlich Extreme Class Supporter. Ich würde Ihnen empfehlen, die auf jeden Fall auf SA 10 zu erfarmen. Stage 3 droppt eine C18 GT, Stage 4 Hellfighter 17 GT, farmbare SA für Hellfighter 17 an der Stelle. Und auf Stage 7 gibt es die Goku-Medaillen, die dort droppen. Was gibt es zu den Charakteren zu sagen? Wenn ihr jeden Charakter auf SA 10 droppt, auf SA 10 bringt, die hier in den Missionen sind oder in den neuen Story-Event, die neuen Free-to-Play-Charaktere, dann bekommt ihr je Charakter, den ihr auf SA 10 gebracht habt, durch die Missionen 2 Stones. Also würde ich empfehlen, wie bei jedem anderen Free-to-Play-Charakter, die an der Stelle auf SA 10 zu bringen, Freunde. Genau, das waren die Sumble-SSR, wie gesagt, an der Stelle. Das Banner ist online, Freunde. Wie gesagt, im Banner werde ich vorerst noch nicht summen. Ich lasse mir auch ein bisschen Zeit. Ich versuche auch, das Minimum reinzugehen mit dem Minimum, sage ich mal. Also ein Summon-Video werden wir auf jeden Fall machen. 4 oder 5 Multis, aber noch nicht heute oder demnächst. Ich werde es mir wahrscheinlich für nächste Woche vornehmen. Wie gesagt, im Hinterkopf auch, weil ich auch quasi auf die Movie-Celebration sparen will, die danach kommen sollte. Und ich euch auch empfohlen habe, eigentlich hier nicht zu summon. Er ist momentan nämlich kein Muss, um ehrlich zu sein. Am Banner selbst, by the way, hat sich nichts geändert, wie wir haben es besprochen in der Banner-Previews. Es ist, wie es ist. Er ist momentan wirklich kein Muss. Ein Muss wäre er erst mehr oder weniger, wenn die Super Battlers Kategorie Stages kommen würden für die Shadow Dragon Saga. Wir wissen aber jedoch nicht, ob die eben Anfang Dezember kommt oder nicht, weil in den News stand nicht, dass neue Events hinzukommen, dass neue Stages hinzukommen, sondern dass einfach nur wieder Daily Open ist. Aber es liegt eigentlich schon nahe. Aber auch so oder so kann man da auf ein Comeback warten von dem Banner von ihm, Freunde. Ja, die haben das alles im Banner-Preview besprochen, Freunde. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, dass man auch sparen könnte, auch wenn es schwer fällt. Sein Dokkan-Event machen wir jetzt, Freunde. Sie hat Super 2. Super 2 droppen 7 Medaillen. Er hat eine Schwäche gegen die Charaktere der Shadow Dragon Saga. Und da werden wir gleich komplett eskalieren. Um ihn zu awaken, brauchen wir 77 Medaillen natürlich. Das wissen wir. Die Shadow Dragon Saga macht die Fair Match Schaden. Die Stages gucken wir uns gleich an. Es wird eine Stage geben, wo man gegen mehrere kämpft. Ihr könnt im Endeffekt hier in die Stage, in das Dokkan-Event mit jedem eurer Kategorie-Teams reingehen. Das solltet ihr auf jeden Fall schaffen. Schwer ist das Event nicht, sage ich mal, falls ausgedrückt. Hier könnte es ein bisschen problematisch werden, wenn ihr einen AOE-Charakter habt.
Also für den einen anderen, für den einen oder anderen problematisch werden. Wenn ihr einen AOE-Charakter habt, dann nehmt ihn ruhig mit. Aber ansonsten schafft es auch mit jedem anderen Kategorie-Team. Super In-Team würden auch gehen an der Stelle, so ist nicht. Ich nehme Shadow Dragon Saga Team. Wie gesagt, Full Power Goku haben die uns im Detail angesehen. Er heißt Super Full Power Saiyan 4 Goku. Was für ein krasser Name. SSJ 4 Goku in Klammer Full Power hätte auch gereicht. Aber wir haben uns detailreich angesehen, schon die letzten Tage. Goku brauchte hier für den 21 Full Power Dokkan Event Medaillen und 7 waren es, glaube ich, von dem Goku GT Event. Genau, let's go, Freunde. Dann würde ich mein Team kurz vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder in dem Dokkan Event vom neuesten Full Power Goku. Alles klar, Freunde, wir sind im Event und endlich kann ich mal wieder oder endlich kommt mal wieder mein Shadow Dragon 7 Team zum Einsatz, Freunde, denn dieses Team, Freunde, es ist so ein brutales Team, das könnt ihr vertrauen, die Synergie trotzdem nur so mit den zwei Rotationen, einmal Omega-Shallon, einmal Sin-Shallon, einmal vierfache Vegeta und ein Supporterin Pan ist übertrieben, aber ein Rotationscharakter ist da der, den könnte man immer mal wieder austauschen und da kam eben ein neuer hinzu, nämlich Full-Power-Goku. Full-Power-Goku in diesem Team, in einer Rotation mit Vegeta zum Beispiel, da sind 6 und 7 Linkskills getriggert, unter anderem ist da noch getriggert, dann Saiyan Raw, das sind 25% für die beiden. Beide Rotationen kommen easy auf die Ultis mit Omega Shenlong, Sin Shenlong, mit sei es jetzt vierfach Vegeta oder Full Power oder vierfacher Vegeta oder Vegeta mit Goku. Das Team ist krank, Freunde. Es ist, glaube ich, ein Team, das übersehen wird, vor sich ausgedrückt. Wird nicht oft gespielt. Bide? Okay, die machen zwar gerade vermehrt Schaden. Das ist ein bisschen rigged jetzt, was da rauskommt. Aber auf dem Radar stand 1,7, Freunde. 1,7 in diesem Team ist. Das Team, ich liebe dich ohne Spaß. Shadow Dragon Team, eines meiner Lieblingskategorien, war es schon immer. Aber ich selbst habe es auch wenig gespielt. Habe mir eine Friendlist weniger gefunden von Shadow Dragon Leader. Und zum Beispiel, wenn die Rotation, die ist auch nicht schlimm, weil die Charaktere, die teilen sich GT. Omega Ding haben Fierce Battle, Pan hat auch Fierce Battle. Die kommen auch auf gut Schaden. Aber wirklich, wenn ihr ein Shadow Dragon Team habt und spielen könnt. Das Team ist 1A, Freunde. Spielt das Team. Das macht so, das gibt so viel her, dieses Team. Omega Shenlong ist so ein brutaler Charakter. Der tut es im Alleingang, tut er ihn raushauen. Schaut mal, Freunde. Wenn euch das Ganze bisher schon gefallen hat, Freunde, wenn ihr auch überwältigt sagt und sagt, oh, what? Shadow Dragon Team, echt? Ist echt so. Ich habe ihn aber nie gespielt. Dann gebt den ganzen Like oder an sich einfach, Freunde. Wenn es euch gefällt, gebt den ganzen Like. Und falls ihr neu seid, Freunde, dann drückt auch auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt an der schon. Über jede bin ich natürlich wie immer sehr glücklich und dankbar. Und genau. Ja, Freunde, aber ich muss eines sagen, Shadow Dragon Team, da fehlen verdammt nochmal Charaktere. Die hätten echt wirklich mehrere Charaktere reinhauen können. Es sind wenige Shadow Dragon Saga Charaktere. Da gebe ich euch recht, wenn das ein oder andere sagt, sie ist wirklich sehr begrenzt. Aber wenn man das Team hat, diese zwei Rotationen, Omega mit Sin, vierfache Vegeta mit Gogeta oder jetzt, dank Full Power Goku, vierfache Vegeta mit vierfachen Goku oder ihr könnt auch vierfachen Gogeta mit vierfachen Goku spielen, egal, einen der drei vierfachen wird halt raus, rein und raus sortiert und Pan als Supporter. Bellissimo, bellissimo. Wirklich, das ist. Ohne Spaß. Jetzt, der ein oder andere, wenn ich reden könnte vor Leute halb, meint bestimmt. Alter, BD Dude, beruhig dich mal, übertreib mal nicht. Freunde, es ist so. Shadow Dragon Team war das erste Kategorie-Team mit Fusion auf Global und Omega Shenlong an sich war für mich ein Charakter. Ich mag Omega Shenlong. Und The Legend of Ozaru, der Charakter mag, er zieht sie nicht direkt. Ich habe Omega Shenlong am Mann, als er rauskam, nicht gezogen. Und da bin ich auch gut tief gegangen. Und jetzt habe ich ihn Gott sei Dank mal bekommen vor langer Zeit auf 100%. Auch Sin Shenlong ist auf 100%. Gogeta fehlt ein Dupe, Vegeta fehlt ein Dupe. Oh, das Team ist so geil. Ich würde es einfach. Das macht bei mir zumindest. Macht das einen großen Teil aus von Dokkan, wenn ich so mir die Teams bauen kann mit den Charakteren, die sich krank, da wo die Synergy einfach nur trotzt oder das Team ist einfach, ich sag's mal so, ein Team spielen kann mit Charakteren, die mir gefällt, ich liebe das. Zum Beispiel Sin Shenlong, Omega Shenlong und Sin Shenlong Rota. Diese Rotation, die ist komplett GG, die ist GG, die Rotation. Was sich alles teilen, wir haben hier auch zum Beispiel Fierce Battle, Shadow Dranks sind 15%, sorry, Shadow Dranks sind 15%. 15% Brutal Beatdown haben die jetzt 10%. Big Bad Bosses ist getriggert und so weiter und fort. Oder hatte Big Bad Bosses? Ja, hatte sogar. Freunde, bitte. Bide. Mit Pan in der Rotation. Omega Shenlong as One-Shot auch hier. Ohne Spaß. Der macht Additional Attack 2 Stück. Die haben eine Chance, eine Ulti zu sein. Das ist. Er ist. 2,3. Und jetzt schaut mal, was rauskommt. Jetzt schaut mal bitte, was rauskommt. Wir sind, glaube ich, schon in der letzten Stage. Ja.
Jung, wäre das ein Crit, der wäre One-Shot. Raus mit dir, Kakarot. Raus mit dir, Kakarot. Und hä? Ja, so viel dazu. Das war schon das Event, Freunde, von Goku. Natürlich jetzt mit einem Shadow Dragon Team, die es hat die Charaktere machen für mehr Schaden. Aber wenn ihr das Team habt, nimmt das. Dann ist das Gefahr mehr easy mit dem Medaillen. Ihr habt es selbst gesehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, dann gebt auf jeden Fall eine ganze Like. Ansonsten, Freunde, ihr habt es gesehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, habe ich gerade gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.